Three of them. Two of them. Yep, he's going to pick Edward most probably. Yep. Edward. Outside. Nice chance. Stay and then away, God. What? Jo Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich bin gerade im Battlefield drin. Wie ihr es schon im Titel erkannt habt, werde ich jetzt meine 5 Tipps geben, wie ihr besser im Valorant werdet, das mir selber sehr viel gebracht hat. Und jetzt ohne groß weiterzureden, fangen wir direkt mit dem Video an. So, mein erster Tipp ist, ihr müsst euren Cluster Placement besser machen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig gesagt habe, aber falls ihr nicht wisst, was ein Cluster Placement ist, ich zeige es euch jetzt mal. Ihr wollt ja nicht in die Side so reinlaufen und dann müsst ihr hochaimen. Das ist ja vollkommen dumm, wenn ihr so reinläuft und so hochaimt. Deshalb, wenn ihr in eine Side reingeht, ihr seht ja diese Linie hier. Ihr könnt eure Crosshairs immer an die Linien von der Map, sag ich mal, orientieren. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst beim Crosshair Placement. Immer schön oben halten. Und fertig ist. Wenn euer Crosshair Placement oben ist, dann werdet ihr, sag ich mal, 70% eurer Schüsse auch Headshot treffen. Und wie ihr es auch gerade schon beim Crosshair Placement gesehen habt, habe ich auch noch etwas dazu gemacht. Ich habe auch noch Connors gecheckt. Ja, wenn ihr in eine Side reingeht, ich hab alles verengt. Wenn ihr in eine Side reingeht, probiert alle Ecken zu checken, die überhaupt existieren. Wirklich alles. Ihr könnt auch manchmal pre-feuern, alles mögliche einfach checken. Also wie ihr seht, ich bin jetzt im Custom Game und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr euren Crosshair am besten in-game platzieren könnt. Ihr seht hier bestimmt diese Linien hier, das sind sogenannte Hilfslinien. Weil die Gegner sind circa so hoch wie die Linien oder auch so hoch wie die Boxen. Mein Crosshair ist ja genau fast an der Box dran. Das solltet ihr am besten nicht machen. Am besten wäre es, wenn ihr etwas weiter nach rechts schaut, weil die Gegner bleiben ja nicht da stehen. Die werden schon etwas weiter nach rechts laufen. Deshalb tut immer etwas weiter nach rechts aimen. Das gleiche kann man auch hier im B-Main zeigen. Statt hier so zu halten, dann müsst ihr ja tracken, könnt ihr einfach weiter nach links. Wie gesagt, hier bei der Hilfslinie könnt ihr euren Crosshair orientieren. Es gibt ja auch eine Box hier. Und hier könnt ihr auch euren Crosshair so orientieren, wenn ihr hier vorbeiläuft, da die Corner abchecken wollt. Ich mache echt manchmal im Game so, ich aim kurz hier hin und tue langsam weiter nach links gehen und dann kann ich hier alles holen. So, das waren jetzt die ersten zwei Tipps, jetzt kommen wir zum dritten Tipp, was mir auch sehr, sehr viel geholfen hat. Nicht toxic sein. Okay, hört sich jetzt wahrscheinlich dumm an, aber ist es halt echt so. Wenn dein Teammate whifft, sag einfach, yo, nice try, oder, ja, statt ihn irgendwie tot zu flamen oder so, weil ich war neulich bei einem kleineren Streamer in seinem Stream drin und der hat seine Mates tot geflamed, weil er nur einmal verkackt hat und die standen, glaube ich, 10-3 oder so. Das bringt halt gar nichts, weil wenn ihr eure Teammates flamet, dann werden die toxic, dann wird das ganze Team toxic und dann verliert ihr natürlich die Runde, weil jeder jetzt nur noch trollen wird. Jetzt kommen wir zu Punkt 4, was mir eigentlich sehr viel geholfen hat. Jo Freunde, wie ihr gerade seht, ich bin gerade beim Videokarten hier und circa ab diesem Clip hier, glaube ich, oder so, oder was hier, ja, ab diesem Clip hier ist die Audiospur weg.
Und deshalb werde ich euch nochmal Punkt 4 sagen. Punkt 4 war, ihr müsst den Pros zuschauen, wie sie spielen. Und am besten wäre es, wenn ihr ein Turnier anschaut. Weil ich aus einem Pro-Turnier habe ich sehr, sehr viel gelernt und auch sehr viele Callouts gelernt. Und da kommen wir zu Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 5 war, wenn ihr stirbt, gebt euren Mates Callouts. Was ich damit meine ist, von wo ihr geholt wurdet, wie viel ihr Damage gegeben habt und das war's. Und dann seid ihr leise. Ihr redet nicht mehr im Spiel und ihr macht auch keine nervigen Geräusche, weil das mag niemand und deine Mates müssen sich auf das Spiel konzentrieren und können jetzt nicht Smalltalk nebenbei machen. Deshalb, wenn man stirbt, Callouts geben, wo der war, wie viel Damage er kassiert hat und wer das war. Und das war's eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, ein Abo da für mehr Valorant-Content und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Tschüss.